Heute werden wir ein dickes Pack in FIFA öffnen und zu dem Spieler fliegen, den wir ziehen. Es kann sein, dass wir nach England fliegen müssen. Es kann sein, dass wir nach Spanien fliegen müssen. Es kann sogar sein, dass wir nach Saudi-Arabien fliegen müssen. Also wir werden heute auf jeden Fall im Flieger sitzen. 10.000 Likes müsst ihr raushauen, Freunde, und ich mache mehr von diesen Videos. Also so mäßig FIFA in Kombi mit Fußball oder Fußballspielern. Mäßig. Checkt ihr? Ja. Ach ja, und die nachfolgenden 10 dienen der Unterhaltung und sind eigentlich nicht echt. Hehe. Wir haben hier ein 10x83 Plus Pack. Ich würde sagen, das öffnen wir, oder? Das Pack geht auf, Freunde. Und wir ziehen einen Inform. Er kommt aus Portugal. Er ist Stürmer. Alnasser. Cristiano Ronaldo. Was ein Wunder. Cristiano Ronaldo. Aber das bedeutet ja auch zeitgleich, dass wir nach Saudi-Arabien fliegen müssen. Freunde, wer weiß, der weiß. Ich würde sagen, wir packen unsere Tasche, wir packen unseren Koffer und dann fliegen wir nach Saudi-Arabien. Al-Nasser, ich werde euch besuchen kommen. So, Freunde, Tasche ist gepackt. Wir sind am Flughafen angekommen. Jetzt geht es nach Saudi-Arabien. Ich habe mir noch ein paar Jungs eingepackt. Ich zeige euch das mal kurz. Guck mal, wer dabei ist. Was geht auf, Leute? Der Heiß ist auch dabei. Der Riechbox. Komm mal hier, wer noch dabei ist. Daddy ist auch dabei. So, wir sind im ersten Flugzeug angekommen. Erstmal ein kleines Nickerchen machen, ne? Schuhe ausgezogen, man muss sich ja bequem machen. Einer fühlt sich mal so wie zu Hause im Flugzeug. Ich bin jetzt schon öfters mit dir geflogen letzte Zeit. Komplett Fensterplatz hier abbekommen. Boah, hey Junge, ich bin so nervös. Ich kann es kaum erwarten. Wir werden gleich einfach Cristiano Ronaldo sehen. Verrückt. So, wir sind jetzt in Riad, wir sind im Hotelzimmer angekommen und wir haben ein geisteskrankes Zimmer. Squad hat ein geisteskrankes Zimmer gebucht. Ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal. Schnallt euch gut an, das ist groß. Aber wir sind auch viele Personen, aber verrückt. Noch nie in sowas, also komplett verrückt. So, hier kommt man rein, 23. Stock, zack. Und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Ich mache mal Weitwinkel, dann kommt das, glaube ich, nochmal verrückt. Da hat man direkt eine Küche, da kann Heisen dann den Kochlöffel schwingen. Hier haben wir schon festgelegt. Ist ein Klo. Ihr wisst, was hier geschieht, ne? Was hier passiert. Aber erstmal das Krasseste zeigen. Hallo Lasse. Hallo Niklas. Was ist das für ein Ausblick? Komplett, komplett verrückt. Wir können über ganz Saudi-Arabien, über ganz Riad schauen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich zeige euch erstmal das Zimmer von mir und Danny. Das ist das Zimmer von mir und Danny. Hier werden wir schlafen. Moinsen. Gemütlich machen hier. Direkt mal Schuhe ausgezogen. Ja, hey, immer direkt. Schon direkt. Wild unterwegs. Guck mal jetzt hier die Aussicht nochmal. Hier kann man es, glaube ich, nochmal besser sehen. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Bad, sehr wichtig. Eigenes Bad für mich und Danny. Auch super. Gehen wir hier zusammen rein? Ich sehe uns da drinnen. Danny! Bitte, Kollege. Komm rein. Hey. Wo war ich? Der kommt rein. Nein. Okay, Heisen hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Der hat wieder übertrieben mit Hose ausziehen und so. Aber das war noch nicht alles. Hier geht es dann direkt weiter. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil ihr wollt ja den Stadionblock sehen und so. Und ich weiß nicht, ob euch das hier juckt, aber ich muss euch das zeigen, weil das komplett geisteskrank ist. Hier ist wieder dieselbe Aussicht. Dann haben wir da noch ein Bad. Genauso wie drüben eigentlich, mit der gleichen Badewanne. Und dann ist hier noch ein Zimmer. Wir sind hier auch zu viert in dem Hotelzimmer, deswegen brauchen wir auch so ein großes Hotelzimmer. Also hier kann man auf jeden Fall mal ein bisschen chillen. Wo ist die Pfeife? Bist du happy? Ja. Bist du happy? Ja. Bist du happy? Ich hab Hunger, Digga, die ganze Zeit schon. Junge, seid doch mal happy! Wir haben McDonalds hier, McDonalds Kieler Straße. Der guckt schon wieder Lieferservice. Guck mal deinen Bauch an, Junge. Ich hab Hunger, Digga, was soll ich machen? Eine Sache hat aber noch gefehlt, die ich jetzt machen muss. Ganz wichtig für diesen Move. Ah. Schuhe ausziehen, Nackenkissen weg und jetzt testen wir das Bett. Oh mein Gott! Ein Backflip. Boah. Ey, das ist verrückt gewesen. Okay, hier kann ich, glaube ich, schlafen. Watch out, watch out, watch out. 2 Uhr nachts, ich hab nichts anderes zu tun, als hier rumzuspringen. 2 Uhr nachts? Ist doch nicht schlimm. Bisschen Energie rauslassen. So, Freunde, bevor es jetzt ins Stadion geht, Al-Nasser gegen Abba, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten auf dem Zettel. Die erste Kleinigkeit ist, ihr seht schon, wir haben gerade nämlich noch ein bisschen Zeit, uns zu sonnen. Wir haben knapp 30 Grad. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Die Sonne ist am Schein. Komplett verrückt und gleich geht es für uns in den Al-Nasser Fanshop. Und da gibt es, wenn es gut läuft, das ein oder andere Cristiano Ronaldo Trikot, vielleicht auch Luis Gustavo Trikot oder. Das ist das Prachtstück. Guck mal, wie riesig. Und die Männer sind auch komplett am Leben genießen, ne? Guck mal hier, Wampe rauslassen. So, Freunde, wir sind beim Al-Nasser Fanshop angekommen und ich hoffe, hier gibt es ein paar Cristiano Ronaldo Trikots.
Aber muss es ja eigentlich geben, oder? Das ist der Kiko, oder? So ein Party-Trikot einfach. Hä, aber da gibt's noch wieder hier, Digga. Wie welche mit dem hier? Boah, wir haben einen guten Aus. Okay, wir gucken einfach mal ein bisschen und dann entscheiden wir uns und zeigen euch dann, welches Trikot wir genommen haben. Also hier ist ja das Trikot, was man kennt. Und ganz wichtig, was hinten drauf ist. Was glaubt ihr? Richtig, Cristiano Ronaldo. Freunde, wir sind angekommen. Wenn ich die Kamera umdrehen würde, würdet ihr das Stadion sehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Oh mein Gott, Al-Nassr, wir sind da. Das, Freunde, ist das Stadion. Wie krank, wie krank. Wir werden hier gleich einfach Cristiano Ronaldo sehen. Danny! Freust du dich? Mhm, auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, ein geisteskrankes Spiel, oder nicht? Ich will einfach viele Tore sehen. Es soll nicht spannend sein. Ich will so ein Hattrick von Ronaldo, so ein 5-0. 5-0? Ich will, dass die Fans ein bisschen abgehen. Wir sind Bühne mit Merchandise und so. Das ist krass. Guckt euch das Band. Alle in Gelb sind für Al-Nassr. Ich dachte, ja auch das Heimspiel, ich dachte, so viele Touristen, die gucken einfach nur, aber die scheinen wirklich zu fühlen so. Ja, Mann. Taxifahrer meinte auch eben, er war richtig drin, er wusste alles, war schon lange Fan und so. Freunde, wir sind auch schon recht früh hier. Wir wollten früh genug vom Spiel hier sein. Und guck mal da hinten. Hier sieht man noch die ganze Stadt, die ganzen Sky Tower und so weiter. Und hier ist direkt das Stadion. Man hört da drin schon ein bisschen Stimmung. Man sagt ja immer, es ist komplett leise hier in Saudi-Arabien. Bin ich gespannt, ob das wirklich so leise ist, wie alle sagen, oder ob hier gleich Stimmung aufkommt. So, dann gucken wir mal, ob die Tickets hier funktionieren. Das sind unsere Tickets, unsere Plätze. Okay. Probieren wir das Ganze mal. Hat geklappt. Let's go. Durch hier. Wir wurden nicht abgezogen mit den Tickets. Oh, dann wird man hier nochmal kontrolliert. Uiuiui, was sagt denn zu der Fassade? Okay, warte, ich mach kurz die Kontrolle hier fertig. Are you recording or what? For my mom. Oh, okay. My mother. Yeah. From Italy. Italy. Yeah. I'm from Italy, guys. I'm Italiener. Huh? Habe ich auch noch nie gesehen. Bei uns in Deutschland holt man sich Bier, hier holt man sich ein Käffchen. Da drüben gibt's Döner noch, ne? Da drüben gibt's noch Döner, der holt jetzt ein Käffchen hier. Guck mal hier, schöne Kaffeebecher. Schöner Filterkaffee. Das meinte Danny, hier gibt es einfach Shawarma. Genau das meinte er. Mal gucken, wie er aussieht mit dem Kaffee in der Hand. Wie sieht der aus? Gibt's einen Dönerladen? Jo. Man darf nicht rein mit Getränken. Ich geh rein mit dem Niklas Heisen. Let's go. Oh mein Gott, Freunde. Was? Ey, ich hoffe, wir sitzen da unten, Digga, bitte. Jetzt einen geilen Platz. Wo sitzen wir? Nein, zeig da unten. Unten? Ja, zeig da unten. Wo sitzen wir denn? Zeig mal her. G10 826. G10? Nee, jetzt noch weiter runter, zeig dich. Nein. Ich kann das gar nicht glauben. Wir sitzen fast ganz unten. Wir sitzen am Rasen. Guck mal hier. Ey, ich kann so den Runner machen, ne? Das ist nicht weit. Wenn ich Cristiano Ronaldo riechen will, dann kann ich es jetzt tun. Heute ist der Tag. Wir können ihn schnuppern, wenn wir wollen. Wir können schnuppern gehen. Darüber, bupp, und zu Ronaldo. Und dann sind wir da. Und dann sind wir da. Aber ich glaube, er macht sich auf der anderen Seite warm. Ich mach so Meter dahin, wo er sich warm macht. Das ist mir so egal. Okay. Leute, guckt euch mal an, wie schön dieser Rasen aussieht. Der ist ja so geisteskrank gepflegt, ne? Und stellt euch mal vor, da würden wir jetzt stehen und eine Fußball-Challenge aufnehmen oder so. Boah, sowas muss ich einfach nochmal organisieren. Eine Fußball-Challenge in so einem Stadion. Hey, darauf hätte ich auch nochmal Bock. Danny! Danny, guck dir unsere Plätze an, was sagst du? So krass. Man ist übertrieben nah am Feld. Unnormal, Bro! Guck mal, wenn Ronaldo auf das Tor spielt, er macht hier ein Tor und macht hier einen Zü-Jubel. Bruder, wir können ihn riechen, wenn er hier landet. Ja, hab ich auch schon gesagt. Du kannst ein Parfüm riechen. Bro, mach hier ein Tor, mach einen Zü-Jubel genau da. Ey, ich würde alles dafür geben. Ich werde alles dafür geben, vertrau mir. Alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt ihn euch an. Er ist da. Cristiano Ronaldo. Frisch. Leute, ich mach's. Wir gehen näher ran zu Cristiano Ronaldo. Er muss mich einmal in seinem Leben gesehen haben. Er muss mich kennen. Ich kann dann behaupten, Ronaldo hat mich gesehen und er hat mich auf dem Schirm. Und Danny auch. Nein! Ey, die sind jetzt passen da. Er ist weg, ist auf der Höhe von ihm jetzt. Wie gesagt, der läuft jetzt auf uns zu, aber die machen jetzt Schweinchen in der Mitte einfach.
Guck mal den Antritt an. Und nochmal. Freunde, wir glauben, hier wird gleich 5 gegen 5 gemacht, nachdem die sich da fertig gedehnt haben. Guckt euch das mal an, da dehnen die sich gerade. Und danach kommen die, glaube ich, hierher und machen 5 gegen 5. Hier, genau da. Sie kommen. Sie kommen, wie ich es euch gesagt habe. Wie ich es euch gesagt habe, wo ist er? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Und dann lass mich einmal streicheln. Einmal streicheln. Oi, guckt ihn euch an. Hey, da ist Marcello. Ah, nee, doch nicht. Wir spielen hier, direkt am Rasen. Direkt hier. Ich kann hier, zack, Ronaldo besuchen gehen. Ronaldo! Ronaldo, guck mir die Augen, guck mich einmal an. Du musst dir mein Gesicht merken. Merk dir einmal mein Gesicht. Ronaldo! Ja. Ronaldo. Er nimmt uns einfach nicht ernst. Was soll die Scheiße? Freunde, es geht gleich los. Die Spieler kommen gleich raus. Die Spieler kommen raus, Freunde. Die Spieler kommen rausgelaufen. Freunde, und so sieht das Stadion aus. Nicht ausverkauft, aber schon relativ viel los. Freunde, da kommen die ersten Pyros. Da geht's los. Aber ich glaube, hier ist das auch nicht so ein Ding. Da wird auch nichts durchgesagt, gar nicht. Und jetzt ist hier gleich Anpfiff. Cristiano Ronaldo wird 3 Dinger von dir sehen. 3. Nicht 2, sondern 3. Freunde, gleich ist Anpfiff. Vorher nochmal unsere Tipps. Also, was sagst du? 4-1. 4-1, Danny? 5-0. 5-0? Ich sag, das wird ein 3-0. Ronaldo Hattrick. Jetzt Anstoß. Und ab geht's. Anpfiff. Bring sie. Oh mein Gott. Die erste Chance von Chris. Und das Stadion macht Lärm. Cristiano Ronaldo. Bro, das ist so geil. Das spielt linker Flügelgefühl. Das spielt genau bei vor uns. Das war nicht mal eine gefährliche Situation, aber trotzdem so gehofft. Freunde, einmal kurz ein paar Infos zum Spiel. Al-Nassr spielt hier gegen ABBA. Al-Nassr ist gerade Zweiter, ABBA Zwölfter. Viel Spaß. Junge! Al-Nassr ist derzeit Zweiter, Ittihad ist Erster, die haben heute gewonnen. Und wenn Al-Nassr gewinnt, sind sie noch ein Punkt hinter Ittihad. Das heißt, es ist ein wichtiges Spiel. Nein, das ist los. Ettihad. Ja, man so konzentriert. Das sind wichtige 3 Punkte hier heute gegen den Zwölften. Die müssen sie holen, ansonsten 4 Punkte Abstand zum Ersten. Yalla! Hey, was machst du denn? Nur bei der Frau! Oh, das ist ein Freistoß! Gute Position, ich sag ehrlich! Gute Freistoßsituation! Oh! Hey, es wird überprüft. Der Geldkoffer wurde übergeben. Geisteskrank, das Tor nicht gezählt. Cristiano! Oh. Elfer! Schiri! Für Ronaldo sind wir alle NPCs. Ich sag dir, für Ronaldo sind wir alle nur NPCs. Guck mal hier gleich. 3, 2. Und wie fühlt sich Ronaldo dabei? Zeig mal her. Ich glaube, ich muss. Und das zählt diesmal, oder? So, wird wieder ein Geldkoffer geschoben, oder? Nee, diesmal nicht. Ey, das ist ja krass. Aber das ist ja sogar verdient. Sensibles Thema. Boah, Krankabzug von Torwart. Sehr gut von Torwart mitgespielt. Also das war auf jeden Fall eine Idee. Fast drin gelandet. Fast im Kasten. Gerne mehr. Ja, die kommt gut. Die kommt gut auf die andere Seite. Flügelwechsel und jetzt rein nochmal. Ronaldo hat es mal ein bisschen weiter hinten den Ball jetzt geholt. Kriegt ihn jetzt auch wieder. Holt den Eckball raus, immerhin. Thank you.
traurig nach dem Schuss geguckt hat, weil er ihn ausgebucht hat und gedacht hat, was hast du da gemacht? Ein Geistkrank. Bei uns kommt die ersten angelaufen, hier kommt mit so einem Golfkart. Geil, Digga, der wird gut verhasst. Hey. Und da wird er runtergefahren. Der wird da runtergefahren, Junge. Was ist los hier? Den hat er aber stark abgelegt. Also den hat er richtig stark abgelegt. Diese Übersicht, diese Technik und so dabei war krank. Muss man mehr drauf. Oh, der ist so gut. Ja, da war er mal frei, ne? Den musst du doch mal. Bap, bap. Krank. Das wäre selbst gewesen. Süd noch mal hier auf der Seite. Das war, die letzte, ja, das war die letzte Szene der ersten Halbzeit. 1-0 für ABBA. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich. Hätte ich gar nicht erwartet. Ronald ist auch gebrochen. Er geht gebrochen vom Platz gerade. Da geht er vom Platz. Anschlussmark. Und das war die erste Szene. Talisca! Junge, haut der da einfach einen Fallrückzieher raus. Geisteskrank. Also Talisca auch bis jetzt Nummer 1 bei Nasser. Über Ronaldo, über Gustavo. Oh, es geht wieder los. Ronaldo liegt auf dem Weg. Ey, die Halbzeit geht, die ist 3 Sekunden alt, ne? Das ist krank. Direkt Fallrückzieher, krank. Man merkt, die haben Anschluss bekommen. Ja, Trainer war sauer. Präsident ist reingekommen, Schelm verteilt. Er meinte gleich ins weniger Geld und so, Jungs. Kann nicht sein, die ackern, aber die Pille will nicht rein. Talisca ist so am Machen, aber Druckphase jetzt. Da passiert gleich was. Ich glaube, gleich fällt das Tor. Jetzt! Ronaldo! Talisca! Scheiße. Er macht ihn nicht! Oh mein Gott! Ronaldo nimmt sich die Pille zum Freistoß. Ronaldo nimmt sich die Pille zum Freistoß. Guck mal, wie viele Meter das sind. 35 safe. 35 sind das, ne? Den muss man drauf haben, der wird's, ich hab's im Gefühl. Ronaldo nimmt sich die Pille von hier. Cristiano Ronaldo! Hey, Danny, wenn er ihn macht, dann zühlt er. Wenn er ihn macht, dann ist es besser, das ist das beste Dribbling meiner Zeit. Das ist geil als 4-0. Freistoß-Tor und dann noch gleich ein Talisca. Talisca nimmt den Ball. Hey, was macht Talisca da? Talisca, geh weg da. Geh weg da, Talisca. Geh weg da. Geh weg da, Talisca. Sofort weg da, sofort. Talisca, du V-Mann. Er schnappt sich das Spielgerät. Ronaldo. Ey, wie frech aber auch. Wieso gibt Ronaldo den Ball ab, Junge? Ich sage ehrlich, muss nicht sein, dass Talisca den schießt. Muss nicht sein. Aber er macht ihn sowieso. Er hat erst so sicher. Freunde, es gibt 12 Minuten Nachspielzeit. Also weniger wäre auch frech gewesen. 12 Minuten kann viel passieren.
spielen als Schatz. Was hat er denn vor? Was hat er denn vor? Was hat er denn vor? Auf einmal kurz Messi geworden, der kleine Mann. Guck mal, Mann. Wenn der den macht, ne? Jungs, wir haben zwar kein Ziel gehört, aber dafür ein geisteskrankes Freistoß von Cristiano Ronaldo gesehen. Aus 35 Metern, also war trotzdem sehr krass. Freunde, das Stadion ist komplett leer. Alle sind schon weg. Ich bin der gefühlt Letzte hier drinne. Ich muss das gerade nochmal realisieren, was hier gerade passiert ist. Ich habe Cristiano Ronaldo Freistoß-Tor live gesehen. Talisca hat ein Elfmeter-Tor gemacht. Verrücktes Game. Wir sagen gleich noch ein paar Worte dazu und dann... Boah. Freunde, wir sind zurück im Hotel. Was ein geisteskranker Tag in Saudi-Arabien, Riyadh. Ihr habt jetzt noch die Chance, ein Al-Nassr-Ronaldo-Trikot zu gewinnen, das wir momentan mit Squad verlosen. Das habt ihr hier gerade gesehen. Denn Squad hat diese ganze Reise erst möglich gemacht. Vielen, vielen Dank geht daraus an Squad. Und da gibt es auch noch richtig krassen Content. Ich glaube, da kommen jetzt wöchentlich Fußball-Challenges von mir, Danny und Heisen online. Dann kommt noch ein Saudi-Arabien-Riyadh-Vlog. Zur Formula 1 gehen wir auch noch morgen hin. Also komplett verrückt. Und ich habe gehört, da soll Travis Scott und so auftreten. Also da kommt auch nochmal ein geisteskranker Vlog auf dem Squad-Kanal online. Checkt den Squad-Kanal ab und macht beim Gewinnspiel mit. Vielen Dank. Lasst einen Daumen hoch da. Lasst ein kostenloses Abo da. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich bin so krass dankbar für diesen ganzen Support. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Peace.